Yo, hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier und ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt, hä, was ist das hier jetzt? Und ihr fragt euch bestimmt auch, warum jetzt in letzter Zeit so unregelmäßig Videos kommen und so weiter und so fort. Das liegt halt einfach daran, dass ich jetzt klausurentechnisch halt noch mehr oder weniger voll ausgelastet bin. Ich schreibe jetzt nächste Woche noch 2 Klausuren, dann bin ich durch mit den Arbeiten, dann kommt halt noch die theoretische Fahrschulprüfung halt hier. Und da bin ich auch im Moment für am Lernen und ich dachte mal, ich lerne heute einfach mal mit euch zusammen und mache heute zusammen mit euch einen Übungsbogen. Und ja, kurz für die Leute, die jetzt nicht genau wissen, wie das abläuft, ich habe jetzt hier halt Fragen, also bei den Tests, bei den Prüfungsbögen sind halt 30 Fragen. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier nur 20 Fragen sind, aber auf jeden Fall ist halt immer eine Frage und da gibt es immer 3 Antwortmöglichkeiten. Es gibt es auch in Videoform, das haben wir jetzt hier nicht bei. Und du musst aber alles in dieser einen Frage richtig ankreuzen, weil wenn du da einen Fehler hast, dann ist die komplette Frage falsch, dann bekommst du halt hier in diesem Fall 4 Fehlerpunkte. Wenn du 10 Fehlerpunkte hast, hast du noch bestanden, aber über 10 Punkte hast du halt dann die Prüfung verkackt. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Wir sind hier heute bei der Gefahrenlehre und machen jetzt einfach mal zusammen hier einen Bogen. Und ja, ich dachte mal, ich lerne das einfach mal mit euch zusammen. Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit der ersten Frage. Was versteht man unter defensivem Fahren? Nicht auf dem eigenen Recht bestehen, mit Fehlern anderer rechnen. Also insgesamt, ich weiß gar nicht, es gibt halt über 1000 Fragen und sowas, die man halt lernen kann. Wäre auf jeden Fall sinnvoll, weil wenn man die Prüfung verkackt, muss man die halt wieder neu machen und ja, ich würde es gerne beim ersten Mal schaffen. Auf jeden Fall, vor sollte ich an jeder Kreuzung anhalten, glaube ich nicht. Ich glaube nur die ersten beiden hier. So, nächste Frage. Was kann zu Auffahrunfällen führen? Unerwartetes starkes Bremsen ist klar, wenn jemand vor dir ist und auf einmal abbremst. Unaufmerksamkeit natürlich auch und zu dichtes Auffahren. Wenn jemand die ganze Zeit direkt hinter dir fährt, ist es sehr wahrscheinlich, dass da was passiert. Womit ist zu rechnen, wenn man sich Kindern nähert? Mit verkehrsgerechtem Verhalten der Kinder nein. Mit unüberlegtem Verhalten der Kinder ja. Mit schnellem und richtigem Reagieren der Kinder nein. Also manche Fragen sind wirklich Idiotentestfragen, könnte man meinen. Aber die gibt es halt trotzdem, muss man halt trotzdem auch drauf haben. Mit welchem Verhalten von Kindern müssen Sie an Zebrastreifen rechnen? Sie laufen auf den Zebrastreifen, ohne auf den Verkehr zu achten, kann natürlich sein. Sie kehren ohne erkennbaren Grund auf den Zebrastreifen um und laufen zurück. Ja, auch. Sie schätzen Geschwindigkeit und Entfernung heran, nahen der Fahrzeuge immer richtig ein und warten am Fahrbahnrand. Also das ist dann halt nicht der Fall. Es kann natürlich sein, aber damit darf man halt eben nicht rechnen. Immer mit dem Schlimmsten rechnen, so gesehen. So, hier haben wir jetzt ein Bild. Und man muss dann halt gucken, was da alles so auf dem Bild so drauf ist. Hier sehen wir Kinder. Wie müssen sie verhalten? Das heißt, wir müssen halt abbremsen. Wir fahren jetzt hier gerade, ja okay, das sind, ich glaube, ein bisschen mehr als 20, fast an die 30. Ich kann das jetzt nicht so ganz gut erkennen, weil es ein bisschen kleiner ist. Auf jeden Fall halt abbremsen und bremsbereit bleiben. Mit gleicher Geschwindigkeit weiterfahren, weil die Kinder bestimmt stehen bleiben. Nein, mit gleicher Geschwindigkeit weiterfahren, um einen Nachfolgenden nicht zu behindern. Nein, auch nicht. Hier geht es um die Sicherheit der Kinder, wenn wir jemanden anfahren, umfahren, wie auch immer, sind wir schuld und das darf nicht passieren. So, nächste Frage hier. Womit müssen Sie rechnen, wenn ältere Menschen die Fahrbahn überqueren? Sie achten oft nicht auf den Fahrzeugverkehr, kann natürlich immer sein. Sie bleiben manchmal plötzlich auf der Fahrbahn stehen. Wer weiß, was bei denen im Kopf vorgeht, ich weiß es nicht. Sie kehren manchmal auf halbem Wege um. Muss man auch mitrechnen, kann natürlich auch sein. Vielleicht fällt ihnen ein, ach nee, da wollte ich ja gar nicht lang. Ja. Nicht jetzt hier, um ältere Menschen schlecht zu reden, aber es ist halt einfach so. Womit ist zu rechnen, wenn Kinder an einer Ampel warten? Dass die Kinder schon losrennen, wenn die Ampel in meiner Fahrtrichtung von grün auf gelb umschaltet. Auch bei rot loslaufen, weil es ihnen zu lange dauert. Sich gegenseitig auf die Fahrbahn schubsen. Kennt man ja, wenn die so ein bisschen rumdalmern da, rumalbern, dann kann das natürlich mal passieren. So, nächste Frage. Ein Radweg, auf dem eine Gruppe von Kindern fährt, endet. Womit muss gerechnet werden? Dass die Kinder bedenkenlos auf die Fahrbahn wechseln, kann natürlich sein, zu weit in die Fahrbahn kommen, absteigen und warten, bis alles frei ist. Nee, damit rechnet man in der Regel nicht. Genau. So, dann haben wir hier. Was ist hier richtig? Das gibt es auch noch mit, also ich lerne jetzt nicht zum ersten Mal, das gibt es auch noch mit Bussen. Und da ist die Regelung fast gleich. Also, hier haben wir jetzt halt eine Straßenbahn. Was ist hier richtig? Wenn niemand behindert oder gefährdet wird, darf man rechts auch schneller als mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. Nein, das ist in der Regel falsch. Also, nicht in der Regel, sondern es ist falsch. Man muss halt an sowas immer mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. Das heißt, man lässt das Auto eigentlich nur so rollen. Das sind so 6 bis 7 km/h ungefähr, die man da vorbeirollt. Damit, falls da jemand von vorne kommen sollte, den man nicht sehen kann, sofort halt abbremsen kann.
damit dir nichts passiert. Die Fahrgäste müssen vor dem Einsteigen in den fließenden Verkehr durchlassen. Nein, man darf mit Schrittgeschwindigkeit rechts vorbeifahren, wenn Fahrgäste nicht behindert werden und eine Gefährdung ausgeschlossen ist. Ich denke mal, das hört sich ganz gut an. So. Ach, hier haben wir auch schon den Bus hier. So, was müssen Sie in dieser Situation beachten? Sie dürfen den Bus so lange nicht überholen, wie er noch fährt. Das ist richtig. Sie dürfen an dem haltenden Bus mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist. Richtig. Den Bus überholen, solange er noch fährt. Das ist falsch. Man darf immer nur überholen, wenn er steht, wenn die Linie hier nicht durchgezogen ist, weil dann darf man da nicht drüber fahren. Oder zum Beispiel auch, wenn da jetzt irgendwie eine Insel oder sowas ist, kennt er ja diese Übergänge dann so, dann darf man da auch nicht überholen, weil halt kein Platz da ist. Und ja, genau, solange nicht überholen, wie er noch fährt und mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. Genau. So, nächste Frage. Womit müssen Sie rechnen, wenn ältere Personen mit Gehhilfe die Fahrbahn überqueren? Dass sie auf der Fahrbahn stehen bleiben, dass sie auf der Fahrbahn umkehren, dass sie die Fahrbahn langsam überqueren. Das ist im Grunde genommen das, was wir vorhin auch schon hatten. Ist ja egal, ob die jetzt eine Gehhilfe haben oder nicht. Wenn sie älter sind, sind sie halt älter. So. Und bei welcher Person müssen Sie mit einer schweren Sehbehinderung rechnen? Das sind halt solche Fragen, das sind eigentlich Idiotentestfragen, weil man sieht ja schon, wer sehbehindert ist. Jetzt einmal dieses Armband da oben, beziehungsweise dieses, ja, wie soll ich sagen, halt, man sieht es ja, dieses Band mit den drei Punkten ist es, glaube ich, und im Kreis. Und dann hat er ja hier auch noch den Blindenstock, das heißt, das ist eigentlich Idiotentest, aber wie gesagt, also ich weiß nicht, wie man das eigentlich falsch machen kann, das ist eigentlich nahezu unmöglich. So, wie verhalten sie sich? Man muss halt mal ganz genau auf die Bilder gucken. Hier sieht man zum Beispiel auch wenn es sehr klein ist, der hat hier auch wieder diese Binde um und hier, das ist dann wahrscheinlich sein Blindenhund. Das heißt, wir halten an und lassen den Mann die Straße überqueren, Blickkontakt aufnehmen. Ist ein bisschen sinnlos bei einem Mann, der nicht sehen kann. Ja. Gut. Nächste Frage. Womit müssen Sie rechnen? Hier haben wir wieder einen Bus. Personen überqueren vor dem Bus die Straße. Kann natürlich sein. Personen rennen von links über die Straße, um den Bus zu erreichen. Das kann natürlich auch mal sein. Der Bus fährt plötzlich rückwärts. Ja gut, kann er machen. Er ist ja hier auf seinem eigenen Streifen. Das heißt, es würde mich eigentlich nicht jucken, weil der fährt dann ja gerade nach hinten. Das heißt, ja. Lassen wir mal weg. So, mit welcher Gefahr müssen Sie rechnen? Der Junge auf dem Fahrrad wird auf die Fahrbahn fahren. Das kann natürlich nicht sein. Auf dem Radweg weiterfahren ist, wäre mir egal, stehen bleiben. Okay, ist auch egal. Wie verhalten Sie sich? Ein ähnliches Bild. Kinder beobachten, bremsbereit sein. Aber auf jeden Fall nicht mit unveränderter Geschwindigkeit weiterfahren. Auf jeden Fall, bei Kindern muss man halt immer ein bisschen vorsichtiger sein. Man muss generell vorsichtiger sein, aber halt bei Kindern ist es halt extrem. Man weiß halt nicht, was bei denen so im Kopf vorgeht. Womit müssen Sie rechnen? Die Radfahrerin vor mir wird nach links abbiegen, kann sein. Auf die andere Straßenseite fahren, kann natürlich auch sein. Mich beim Weiterfahren nicht beeinträchtigen, das denke ich mal eher nicht. Weil man sieht ja auch schon, die fährt hier eher so mitten drauf. Das heißt, die wird mich auf jeden Fall beim Weiterfahren beeinträchtigen. So, dann hätten wir es auch gleich. Mit welcher Gefahr müssen Sie rechnen? Hier sind wieder Kinder mit einem Ball. Dass die Kinder verlassen die Fahrbahn nicht rechtzeitig. Ja, einzelne Kinder kehren wieder um. Kann auch sein, alle Kinder warten auf dem Gehweg. Nein. So, die vorletzte Frage. Wie sollen Sie sich verhalten? Hier sind auch wieder Kinder. Das heißt, auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen, bremsbereit sein. Und auf jeden Fall nicht unvermittelt weiterfahren. So. Letzte Frage, hier ist ein Ball, Leute, wenn ihr einen Ball seht, dann ist meistens auch ein Kind in der Nähe, das wird mir immer wieder gesagt und deswegen auf jeden Fall sofort auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen und bremsbereit sein, weil wenn dem Kind was passiert, sind wir schuld. Und ich würde sagen, wir geben den Bogen jetzt mal ab, 20 Fragen, eigentlich sind es 30, aber das waren jetzt irgendwie nur 20, weiß ich nicht. Mal schauen und wir haben 0 von 85 Fehlerpunkten und haben somit alle Fragen richtig beantwortet. So muss das sein, Freunde. Und ja, der Bogen war jetzt aber auch nicht wirklich sonderlich schwer. Braucht es halt 29 Minuten, was? Haben wir doch keine 29 Minuten gerade gemacht, oder? Nee. Hä, nee, die Aufnahme geht 9 Minuten. Okay, gut. Kann man machen. So, Freunde, dann würde ich sagen, wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, würde ich mich selber eine positive Bewertung freuen. War jetzt halt mal was anderes. Wenn ihr wollt, dass ich mal kurz vor der Prüfung so einen Prüfungsbogen übe, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, lasst gerne ein Abo da und Freunde, jetzt werden hoffentlich bald wieder regelmäßiger und mehr Videos kommen und ja, gut, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Resttag, haut da rein, bis dahin und ciao!